Über Wien geht es nach Rio de Janeiro, zur größten Sportveranstaltung der Welt, den Olympischen Spielen. Doch wer in die Welt reist, ist eben auch immer Botschafter des eigenen Landes. Ich fand das sehr schön, also das Rot-Weiß, ich glaube, das passt zur Nation, das verkörpert Österreich in die Welt und schaut sehr gut aus. Insgesamt 70 Artikel im Wert von ca. 3.600 Euro umfasst die Grundausstattung pro Athlet, bei vollem Tragekomfort. Hier zum Beispiel die Trainings- und Sportbekleidung von Erima. Mir gefällt es total gut. Also erstens ist es mir extrem bequem, weil ich laufe jetzt schon eine Zeit rum damit. Ganz tolle Sachen, tolle Farben und auch die Lederhosen finde ich ein Hit. Hohe Qualität für die Spitzenathleten. Erfahrung hilft dabei. Wir haben für die Rio-Kollektion die ganze Erfahrung und das ganze Feedback von den Spielen in Vancouver, London und Sochi einfließen lassen. Und unser Produktmanagement hat die besten Materialien für Rio produziert. Die Erima-Produkte, wie gesagt, habe ich schon lange getragen und das finde ich, also es tragt sich sehr angenehm. So auch die Firma Adelsberger. Ihre Kreation allerdings hat zudem noch einen eingebauten Hingucker-Effekt für die Eröffnungs- und Schlussfeier. Wir wollen hier hervorstechen, wir wollen ein Eye-Catcher sein bei diesen Olympischen Spielen. Und das werden wir schon bei der Eröffnungsfeier sein, wenn unsere Athletinnen und Athleten einmarschieren. Nicht nur Tracht ist im Gepäck. Salomon etwa sorgt für die Freizeit-, Lauf- und Komfortschuhe und freut sich auf die Zusammenarbeit. Für uns ist es natürlich erstens einmal eine große Ehre, dass wir ausgesucht worden sind, als Ausstatter hier fungieren zu dürfen. Und ist natürlich das Highlight in der heurigen Saison. Eine ganz saubere Sache wird Olympia dank der Hygiene- und Körperpflegeartikel aus dem Hause Procter & Gamble. Und die Firma Peroton unterstützt unsere Athleten mit Sporternährung, damit das Gesamtpaket stimmt. Nach der Qualifikation waren einmal ein paar Tage die Emotionen sehr hoch. Also ich freue mich unheimlich. Also das Gefühl ist nach wie vor, dass ich mich einfach extrem freue, dass ich dabei bin. Ja, es ist das Gänsehaut-Feeling, das schon wirklich kommt jetzt mit dem, dass wir jetzt die Einkleidung haben. Das Event rückt immer näher, das Gewand trägt sich unheimlich angenehm und ich freue mich einfach jetzt schon. Rio de Janeiro ruft. Es wird warm und sonnig. Da dürfen die Sonnenbrillen von O'Neill sowie der Sonnenschutz von Daylong und Insektenschutz von Bushman und Thermacell nicht fehlen. Ich bin überzeugt, dass wir hier irrsinnige Fortschritte gemacht haben und höchste Qualität für die höchste Sportveranstaltung unseren Athleten bieten können. Rio wird jetzt immer greifbarer und man freut sich schon sehr drauf. Das ist ja unser Ziel, Ihnen alles zu ermöglichen, dass Sie Ihre persönlichen Bestleistungen abrufen können. Doch Olympia wäre nichts ohne einen zweiten Höhepunkt. Denn 4 Wochen nach den Spielen zeigen die paralympischen Sportler Spitzenleistungen. Ja, also ich freue mich schon sehr drauf. Ich glaube, es sind jetzt noch genau 106 Tage, bis dann mit den Paralympics losgeht. Die Paralympics sind insofern etwas ganz Besonderes, weil sie nicht nur Hochleistungssport sind, sondern auch gleichzeitig den Sieg der Athletinnen und Athleten über das eigene Schicksal. Alles bereit für erfolgreiche Spiele. Top gekleidet, top gepflegt, top gestylt und top motiviert. Das macht mich enorm stolz. Also da jetzt das zweite Mal zu Olympischen Spielen zu fahren und Österreich vertreten zu können, es macht mich wirklich wahnsinnig stolz und ich freue mich sehr drauf. Ja, es erfüllt einen natürlich mit Stolz, wenn man ausgewählt ist, für sein Land quasi bei Olympischen Spielen spielen zu dürfen. Yeah!